So, meine Freunde, gleich ist es soweit. Ihr seht meine Haare jetzt noch braun. Wir werden sie jetzt gleich blondieren, damit sie heller werden, damit das auch in die jeweilige Farbe, die ich vorgesehen habe, dann gefärbt werden kann, weil von braun auf halt so ein helles Blau geht es nicht direkt. Deswegen muss man die erstmal vorher blondieren. Ich bin jetzt nicht der größte Friseur, aber meine Tante kann das halt alles. Und ich habe mir bei Amazon die Directions geholt in Lagoon Blue. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen dunkel für euch aus. Wir mischen das noch so, dass es halt heller wird. Und ich habe wirklich vor, mir diese Haare hier hellblau zu färben. Ich hoffe, es wird gut aussehen. Ich habe ja immer noch die Option, mir die danach wieder braun zu färben. Aber wenn es geil aussieht, bleiben die auf jeden Fall blau. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, wie es aussieht. Ob es ein Fail wird oder nicht, weiß man noch nicht. Ich bin echt gespannt. Man kann sowas ja mal ausprobieren. Ich hatte schon so lange vor, mir die Haare einfach mal bunt zu färben. Und jetzt habe ich mich für ein helles Blau entschieden. Und ja, ich melde mich dann gleich, sobald ich fertig bin mit den Haare färben. Weil ich finde, es ist, glaube ich, ein bisschen langweilig, euch zu zeigen, wie ich mir 3-4 Stunden die Haare färbe. Deswegen machen wir das gleich ein bisschen spannend. Und ich werde ganz easy enthüllen, wie es danach aussieht. Merkt euch jetzt noch diese Haare. Gleich seht ihr die in Blau, Leute. Es geht jetzt los. Ich und meine Tante fangen jetzt an. Bis gleich, Leute. Wünscht mir viel Glück, dass es was wird. So, Leute, wir haben jetzt erstmal die Haare geschnitten. Den Schnitt kennt ihr bestimmt von mir. Den habe ich in letzter Zeit öfter. Hier so einen kleinen Seitenscheitel. Und die Seiten halt wieder ziemlich kurz. Und jetzt geht's ans Blondieren. Ich schau mal, ob ich euch zeige, wie die blondiert aussehen. Aber ich glaube schon. Aber ich denke, die werden so orange bei mir. Naja, wir schauen gleich mal. Bis gleich. So, Leute, seid ihr bereit für den blonden Lion? Schaut euch das an. Alter, ich sehe aus wie ein komplett neuer Mensch mit blonden Haaren. It's your boy, Justin Bieber. Aber guck mal, hier ist noch so ein Gelbstich drin. Boah, die werden ja jetzt eh blau. Aber wie findet ihr blonde Haare bei mir? Alter, sieht aus wie eine Banane. Ich glaube, um die richtig blond zu machen, müsste man die jetzt nochmal... Obwohl, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ey, das sieht richtig cool aus. Sagt mal, was ihr von meinen blonden Haaren haltet. Findet ihr die cool? Wenn ihr die bei mir blond cool findet, lasst doch mal ein Like da. Also ein bisschen was von Justin hat das schon. Alter, guck doch, meine Haare sind komplett neu. Ich habe komplett, die fühlen sich komplett anders an. Jetzt fühlen die sich total weich an. Alter, das sieht echt cool aus, wenn ich gerade mal so überlege. Guck mal, wie hoch die gehen. Ey, ich bin's, Julienko. Bis gleich, wir machen die jetzt blau. Alter, ich sehe aus wie so ein freaking Super Saiyajin Gott, was weiß ich, was denn die neueste Generation ist. Ich finde die Frisur wirklich mega geil. Gerade mit so einem blauen T-Shirt kommt das richtig cool. Ich hätte nie gedacht, dass das so geil wird. Also ich bin wirklich sowas von zufrieden, Leute. Blond dachte ich mir so, also wo die blondiert waren, dachte ich mir so, Alter, das kann doch nicht gut werden. Das blondiert sieht schon ein bisschen komisch aus, aber jetzt, ey... Unglaublich zufrieden, wirklich. Unglaublich zufrieden. Echt voll geil, wirklich. Boah, ich bin so zufrieden, dass mir das gefällt. Echt, und das ist einfach was komplett Neues so. Ich kenne keinen, der das einfach mal eben so gemacht hat, sich die so hellblau, so lagunenblau zu färben. Aber ich bin einfach nur endzufrieden. Ich weiß nicht, ob man mir das gerade anmerkt, aber krass. Aber denkt jetzt bitte nicht, dass ich Team Blau bin von Pokémon Go. Ich bin Team Gelb. Aber Blau ist natürlich eine ziemlich geile Farbe. Boah, ich kann gar nicht aufhören, mir die Haare anzupacken, weil ich die so geil finde. Was haltet ihr von meiner neuen Frisur? Lasst mir einen Daumen oben da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr die Frisur auch so cool findet wie ich. Ich glaube, ich werde noch ein paar Fotos machen. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden mit der Frisur. Und ich hoffe, ihr findet die auch cool. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Ich muss erstmal darauf klarkommen, dass ich mir die Haare blau gefärbt habe. Übernice.